Die Katastrophe ist nochmal da. Klar, ich sitze mal. Ich halte auch mal nur mit. Beim. Beim Zigarettenstoppen. Oh, ich sehe aus. Ehrlich, ich sehe das immer erst in der Kamera, ne? Katastrophe. Ich bin ja kein so Mensch, wo andauernd in den Spiegelring klotzen muss, ne? Ja. Und dann sehe ich immer erst in der Kamera, wie furchtbar dieses Szenario eigentlich ist. Ja, und wie ist es? Alles gut bei euch? Bei uns rennt in Ströme. Ein so richtiges Herbstwetter halt, ne? Dann gerade schon um die Faxe dick gehen, ne? Aber das Gute ist ja, ne, dass man am Wetter nichts ändern kann, ne? Ich will nicht wissen, wie es wäre, wenn da jeder dran rumschraube, Kind, wie er wollte. Warte mal, so. Ja, jetzt habe ich gedacht, ich bin jetzt hier Zigarette am Stoppe. Der Heiko ist in sein Heimkino abgewandert. Ja, Mensch. Das ist nicht schlimm. Ich habe heute was gesucht und habe die komplett Bude auf den Kopf gestellt. Oh, Herr im Himmel. Es ist einfach nur dramatisch, ich sag's euch, ne? Da könnt schon mal klickern und dann wäsche vom Pech verfolgt. Aber ich hoffe, dass ich schneller bin. Ja. Genau, so ist das. Ja, an sich sonst gibt es nichts Großartiges zu erzählen. Ich weiß, dass das quietscht, aber das ist jetzt halt einfach nur so, ne? Ja, was wollte ich noch sagen? Ich habe meine Ecke so schön aufgeräumt, da habe ich wirklich was gesucht und habe echt komplett alles ausräumen müssen. Es sieht da oben aus, als ob eine Handgranate in Geschlei hätte, ne? Katastrophe. Naja. Und ich habe trotzdem nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Schlimm, schlimm, ich sah es euch schon, ne? Da kriegst du schon mal die Faxe kriegen, ne? Jetzt kommt noch ein Mikroflo. Ja, so ist das. Jetzt gucke ich mal, dass ich dem seine Zigarette da mal fertig kriege. Ach so, ich glaube, ich muss euch das mal in die Kamera zeigen, weil ich glaube, ich bin gefroren worden. Das fällt mir jetzt gerade so in, mit was ich das mache, ne? Warte, ich zeig's euch gleich, wenn ich das jetzt zurückgestoppt habe. Ja, ich vergesse ja immer alles. Warte mal, da war noch eine Frage, die ich vergessen zu beantworten. Ach so, genau. Ich bin im Kommentar gefragt worden, ob es also im Action bei US ach nochmal das Magnetpapier da gibt. Also ich habe es bei US jetzt, ach schon, ich glaube Emogrit. Ein einziges Mal. Keine Ahnung. Ja. So, ach so, jetzt habe ich schon mal voll gestoppt. Warte, ich muss. Warte, ich mache es noch ein bisschen sauber, dass das gerade so dreckig läuft. Alles drauf leid. Warte, warte, warte. Warte, ich habe es gleich. Und nachher mache ich ein Video. Mache ich noch BB-Craft Video. Meine Tochter ist nämlich bei ihr Baba. Und ich habe mein Handy. Und dann kann ich auch mal Videos machen, wenn ich will. Katastrophe. So. So sieht das Ding aus. Na, nochmal Tabak drin, wie unschwer es erkennen ist, ne? Ich habe jetzt nur zugemacht, weil ich jetzt ja schon ein bisschen ringestoppt dort. Ja, und dann dreht man am Hebel und dann stoppt man hier die Hülse drauf und dann trägt das sich in die Zigarette drin. Genau. Weil, also ich kann auch anders da stoppen, ne? Nur da ist das Marieche und meinem Sohn, keine Ahnung, wo die das her haben. Und ja, da ich ja immer Unmenge von dem Kaktor stoppen muss, geht das schon schneller. Ich bin zwar da auch ziemlich langsam damit, ne? Weil ich hey, nicht wasche, weil ich, ja, da Heiko, will die nicht so fest gestoppt haben, ne? So, ne? Ach, nicht zu weich, also muss schon so ein gewisses Maß haben und dann dauert das für mich immer ein bisschen länger, bis ich die da voll habe, ne? Ja, so macht das dann andauernd, ne? Ja. So, ich kann das aber nicht haben, wenn der ganze Tabak da über den Tisch fliegt. Das ist furchtbar. Ja. Genau. Was habe ich noch? Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja. Ah! Genau, das habe ich ja ganz vergessen. Also,
ich weiß es nicht, ist das jetzt das 100. Video oder das 99.? Ich habe mir überlegt, ne, weil ja hier wirklich ne, so tolle Menschen kommentieren, ne, habe ich mir überlegt, dass ich beim 100. Video Verlosung mache. Ich weiß es nicht, ich muss gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das 100. oder das 99. ist, aber wenn es das 100. ist, dann sage ich euch, und wenn es auch nicht ist, wenn es dann beim nächsten ist, dann ist es halt beim nächsten. Ne? Aber ich mache dann eine Verlosung. Unter dem 100. Video, komm mal, ich gucke mal gerade, wie viel das ist. Moment. Ach, jetzt geht's auch noch nicht. Ach du Kacke. Ah. Nee, kann ich jetzt nicht gucken. Tut mir leid. Also, unter dem 100. Video muss dann kommentiert werden. Und derjenige, der dann ausgelost wird, also gibt nur einer, ne? Eigentlich müsste ich ja mehrere gewinnen lassen, weil die also sind ja wirklich paar, die echt hascht unter jedem Video kommentieren, ne? Und das finde ich ja so was von süß und lieb, ne? Und so voller, also ich freue mich so, das ist der Hammer. Und da habe ich mir gedacht, ne, dann darf sich jemand, also der Gewinn ist, dass ich jemand aussuchen darf. Also er muss mich dann halt über E-Mail anschreiben von dem anderen Kanal. Also die E-Mail-Adresse steht meist, wenn ich die jetzt schon ein paar Mal vergesse, wahrscheinlich ja, ne? Ah ja, da habe ich über das Handy hochgeladen, dann vergesse ich die immer. Ich mache jetzt nachher noch einen Action-Haul, den habe ich ja noch nicht gemacht vor dem anderen Kanal. Und dort tue ich meine E-Mail-Adressnummer drunter setze. Und derjenige, wo gewinnt, kann mich dann anschreiben und mir dann sagen, was er gern von mir gemacht haben will. Und ich mache dann. Ach du Scheiße. Ja. Genau, das hatte ich mir vorgestellt, dass ich das so mache. Genau, also beim 100. Video, ne, ist es so, dass er unter dem 100. Video kommentiere und ich wähle dann eine Person aus, die sich aussuchen darf, was ich für sie mache. Das finde ich immer besser. Weil ich habe im Moment so gar nichts da, was ich verlose Kind, ne? Außer halt ja, Material. Aber ich denke, wenn man ja, ne, wenn man etwas gewinnt, dann sollte man auch was Persönliches gewinnen, ne? Dass ich persönlich für die Person mache. Und genau. So machen wir das. So habe ich mir das gedacht. So. So ist das. So, jetzt ist der Tag auch schon rum, so gut wie. Ich muss jetzt noch ein bisschen, da muss ich hier aufräumen. Wirklich, es sieht aus, als wäre Inbrecher da gewesen. Ganz, ganz schlimm, ne? Ja. Und dann mache ich statt hier nochmal den Kommode weg. Also schlimm. Wirklich, ich habe einfach alles rausgeräumt. Ich werde das so dringend gewesen, dass ich das finde, was ich gesucht habe und ich habe es nicht gefunden. Jetzt gucke ich mal, wenn mir Bub da ist, dass ich mit dem, dass der mir hoch auf der, in der Garage dort, auf der Speicher dort geht, also auf der, ne, wo ich noch Kartons stehe habe, dass der Motor guckt, weil ich kann noch nicht hochgehen. Ich komme zwar hoch, aber ich komme nicht mehr runter. Das ist das Problem, ne? Wenn ich Höheangst habe und dann kriegt mich kein Schwein mit da runter. Das ist mir, ich habe ja im Baumarkt gelernt, ne? Und da haben wir ja Hochregale gehabt, ne? Und sind normalerweise, also wenn du auf ein Hochregal hast müssen, dann sind wir zum Korb hochgefahren worden. Sicherheitsbestimmung mit Tra, Tra, und Tralala, ne? Und wie war denn das? Da hat mich dann die Kollegin hochgefahren mit der Palette. Und ich bin oben auf dem Regal und bin nicht mehr runtergekommen. Ne? Da hat die mir so den Kollege rufen, ne? Der ist dann gekommen und hat mich dann mit runtergeholt, ne? Weil ich mich nicht mehr getraut habe, auf die Palette zu gehen. Ne? Eine Katastrophe war das, ne? Naja, Mensch, ja, wo ich war, wollen wir das Chaos, ne? Katastrophe. Ja, deswegen, also ich komme zwar hoch, aber ich komme nicht mehr runter. Ne? Also, nee, da müsste die Feuerwehr kommen, müsste mich da oben runterholen. Ja, schlimm.
Genau. So ist das. Ja, das seht ihr, ne? Wenn er Kerl hat, dann macht man sich so, ne? Scheiß doch. Ja, aber da habe ich jetzt so ganz riesige Little Papptüter, was die Papiertüter, voll, wo ich aussortiert habe, was an Brief, Scheiß und was weiß ich. Ich suche was und finde nichts, weil unirer Müll überall dazwischen lädt, was Werbung und irgendwelche Heftchen, so Magazine und so Zeug, ne? Nö, habe ich gedacht, komm, alles weg. Das ist alles nur Platzverschwendung und wenn ich was suche, wuhle ich mich hier in der Bude durch. Das ist unfassbar, ne? Ja. Jetzt habe ich das so ohne jetzt gut wie im Griff. Jo, mache jetzt noch den Rest weg. Ne? Also ich habe, warte mal, lass ich mal zählen. 2, 4, 6, 7, 8. 8 Kartons leer. Ne? Also das sind 2, 4, 5 kleine, so war schon die DIN A4 Kartons und 30 mal 30, ne? 30, oh, 35 mal 35. Ja. Leer. Das ist schön. Jetzt muss ich nur gucken, ne? Dass das reinkommt. Das sitzt, wenn ich die in die Garage schleppe, ne? Ja. Wer der findet gar nicht witzig. Ich schon, aber man kann ja nicht dasselbe Humor haben. So ist das. Und jetzt könnte ich was Gutes essen. Ich verfressen es gut. Aber was? Das ist hier die Frage. Oh Herrgott, ich bin so müde jetzt, ne? Den ganzen Tag war ich auf 180, war ich so aufgedreht, ne? So wahnsinnig gestresst, so. Ne, dass ein Mensch, der fliegt gleich die kommt die Stimmung weg, ne? Ja. Und jetzt gehe ich langsam mit, ne? Ich habe mich damit abgefunden, dass ich das nicht finde, was ich suche. Es gibt mal noch eine Möglichkeit. Ja. Und dann haben wir Pech gehabt, ne? Aber ich weiß, dass ich das irgendwo habe. Das ist schon mal klar. Ich kann es euch jetzt aber nicht so erwartet ist. Ich kann euch ihr Stand sagen, wenn alles in trockenen Tüchern ist, an was ich hier am Wurschtel bin. Ne? Und dann, ne? Das sind da so überrascht, da sage ich auch. Ne? Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Wenn nicht, erzähle ich es euch auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Doch, ich erzähle euch, dass ich schon mal Klick im Unglück hat. Oh, umgekehrt. Unglück im Glück hat. Ja. Mal gucken. Das wäre so toll, wenn das funktioniert hätte. Aber funktioniert. Ich weiß es jetzt nicht. Und dann sind wir wohl ganz schön baff, das sage ich auch. Ja. Ja, mal abwarten, ne? Ja. Da muss ich noch das Denise Sache raussuchen. Das wollte ich gerne Adventskalender basteln. Und jetzt muss ich dem noch Sache raussuchen. Dass das einer machen kann. Ja. So ist das. Ja. Ach Mensch. Geht alles so einfach sein, ne? Ist es aber nicht, ne? Das Lied von der Fantastische Vier, ne? Ja. Und ansonsten, ja, ne, das Heiko eiert mich, wie immer. Ich, ja, wie gesagt, haben die letzte da die Hochform meines Lebens gehabt. Das muss ich echt sagen, ne? Ja, jetzt mal abwarten, bis ich euch mein Geheimnis erzählen kann. Ach, ja.
hey, ich hätte mich so gefreut, wenn das alles jetzt auch perfekt geklappt hätte, so jetzt, ne? Aber immer ist irgendwas. Kann bei mir wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts, ne? Normalerweise, ne? Da muss immer irgendwas dazwischen kommen, ne? Jetzt nicht, dass das dann nicht funktioniert, ne? Das macht mir das immer alles nur schwerer, ne? Egal, was das ist, ne? Immer, was ich mich freue, ist dann eine Hürde zu holen, ne? Egal, was das ist. Naja, mal abwarte jetzt, ne? Katastrophe, Katastrophe. Ja. Genau, so ist das und so weiter und so fort. So, das Baby schläft, da hat er schon seine Tour gehabt. Gut, jetzt gucke ich auch nicht so, dass er mal über die Schulter gucken kann, dann findet er das sowieso nicht so interessant. Ja. So ist das. Was gibt's bei euch so Neues? Alles gut so? Ja, bei mir. Wie gesagt. Ich muss jetzt mal nochmal die Bude aufräumen. Mein Gott, riech mich dort auf, ne? Ja. Man lebt ja schließlich nicht in einem Ausstellungsraum, ne? Also in einem Möbelhaus, sage ich jetzt mal, ne? Da, wie gesagt, und jetzt, ja, sieht es echt aus, als wäre Einbrecher da gewesen. Da habe ich Sache gefunden, da habe ich eine Hose gefunden, hin in der Schublade. Da habe ich gedacht, was ist das da dann, ne? Moment, ich zeig's euch mal. So. Jetzt guckt euch das mal an. Moment. Guckt mal, wie schön die ist. Ist die nicht toll? Und die hat da in einer Schublade gelegen. Da habe ich gedacht, was leiten die in der Schublade? Ich konnte mich gar nicht an die Hose erinnern, ne? Jetzt kann ich euch zeigen, warum die in der Schublade gelegen hat. Die hat ein Rieseloch. Das ist doch wohl scheiße, oder? Ja, aber die kann ich fortschmeißen jetzt. Also, das Loch, das kriege ich nicht. Schade, die ist richtig schön. Ich konnte mich an die nicht mehr erinnern, ne? Aber das ist so ein dünner Stoff, ne? Wie man da sieht, warte mal, das ist wirklich so. Ne, guck mal, so extrem geriss. Da habe ich mich wahrscheinlich gebückt, da habe ich wahrscheinlich gerade drin gepasst. Da habe ich mich gebückt und bums hat's gemacht, ist die Hose explodiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, die schmeiße ich jetzt weg. Die hat dann drin gelehrt, wahrscheinlich, weil ich sie näher wollte. Weil der Stoff mal so, also weil die Hose mir so gut gefallen hat. Aber wie lange hat die schon da drin gelehrt? Naja, warte mal, in der Untiefe der Schublade verschwunden ist, da bleibt er verschwunden. So ungefähr, ne? Das ist wie wenn, alles, was in Vegas passiert, bleibt auch in Vegas, ne? Und alles, was in den Schrank wandert, da bleibt auch dort. So auf die Art. Eieieiei. Gut, jetzt habe ich auch noch mal lang genug voll gelabert, bis der Arzt kommt. Drücke mal die Daumen, dass alles sich zum Gute wendet und dann wäre da, wenn ich euch erzähle, was Neues, ich bin auch guter Hoffnung, dass doch noch alles zum Gute kommt. Ja. Mal gucken, ne? Ich, ne, wünsche euch jetzt noch das Übliche. Passe auf euch auf, ne? Und bleibt mir ja gesund, ne? Sonst gibt es Probleme mit mir. Ich sag's euch. Gut. Bis morgen. Tschüss.